wirklich, also ich bin jetzt gerade, ich bräuchte so einen kleinen Snack und ich weiß nicht wirklich, was ich mir jetzt so machen kann. Ich war zumindest gerade einkaufen und habe mir hier ein paar Sachen geholt, wie zum Beispiel gemahlene Mandeln, meine Zucchini, da wollte ich nachher dann schon mal ein Paleobrot vorbereiten, also Zucchini-Paleobrot, damit ich mal ein bisschen sowas für zwischendurch auch habe. Dann habe ich noch gekauft Bananen natürlich, eine Süßkartoffel, genau, die habe ich auch schon hingelegt. Süßkartoffel und Bananen. Etwas Paprika habe ich da schon hingelegt. Und ansonsten habe ich noch Wildlachsfilet, wobei ich auch nicht weiß, ob das so okay ist. Vielleicht könnt ihr mir das ja sagen, ob das paleokonform ist. Das Wildlachsfilet, eigentlich auch der günstige eingepackt natürlich, tiefgefroren logischerweise. Was mir noch interessieren würde, ist halt, ob diese Mandeln, die ich hier auch gekauft habe, das hier gemahlene Mandeln, ob das auch so okay ist. Oder welche Alternative ich da sonst hätte. Ich könnte natürlich Mandeln komplett kaufen, die dann selber mahlen, aber ja, meiner Meinung nach ist das okay. Vielleicht könnt ihr mir da auch weiterhelfen. Ja, das war mein Einkauf. Bin gleich noch ein bisschen unterwegs und werde dann später vorkochen. Das heißt, ich mache Zucchini-Brot und werde mir eine Paleo-Pfanne machen mit Hackfleisch, Süßkartoffel und Paprika und Tomate. Genau. Bis später. So, der erste Tag ist fast vorbei. War auch soweit in Ordnung. Ich hatte nur zwischendurch das Problem, dass ich einfach nicht wusste, was ich zwischendurch halt wirklich essen sollte. Das war, wie gesagt, halt echt schwierig. Ja, ich habe mir trotzdem heute 0 Punkte gegeben. Zwar aus zweierlei Gründen. Zum einen habe ich Kaffee getrunken, das heißt, ich habe also Koffein zu mir genommen, da wollte ich eigentlich auch drauf verzichten. Und zum anderen habe ich mir heute Speck gebraten zum Frühstück. Und wenn man sich die Verpackung anschaut, ich habe ja abgepackten Speck gekauft sozusagen. Und da ist natürlich auch Zucker drin und diverse andere Stoffe. Und das geht natürlich gar nicht, deswegen ganz klar 0 Punkte heute. Aber trotzdem habe ich schon auf einige Sachen verzichtet. Soweit geht es mir aber noch gut. Ja, im Backofen ist derzeit noch mein Zucchini-Paleo-Brot. Mal schauen, ob das was geworden ist. Ich hoffe natürlich. Das werde ich euch natürlich dann auch nochmal zeigen, wenn es was geworden ist zumindest. Und ja, ansonsten war es das für heute mit dem Essen. Ich werde jetzt noch ein bisschen was trinken. Also Kamillentee und, oder Tee zumindest und Wasser. Und dann werden wir schauen, wie der morgige Tag abläuft. Ciao.